to go. Sind wir mal ehrlich. Die aktuellen Konsolen Wii U, PlayStation 4 und Xbox One sind bisher eine riesige Enttäuschung. Nun höre ich aber bereits die ersten Schreien, aber Sverre, Spiele wie Uncharted 4, Forza Horizon 2, Bayonetta 2 oder The Witcher 3 Wild Hunt sind doch wirklich gute Spiele. Das mag vielleicht wahr sein, aber wenn wir mal auf die letzten Jahre zurückblicken, dann werden wir schnell merken, dass einige Spiele eine totale Enttäuschung darstellen, aber vorher von Spielern als auch von der Fachpresse in den siebten Himmel gelobt worden sind. Aber woran liegt das, dass die aktuelle Konsolengeneration so eine herbe Enttäuschung darstellt? Um das genau herauszufinden, müssen wir zurück in das Jahr 2013 gehen, dem Anfang der PlayStation 4 und Xbox One. Schon der Start der beiden Konsolen war ähnlich wie der Wii U im Jahre 2012 alles andere als glamourös, denn die Launch-Titel kamen meistens nicht über Wertungsurteile wie befriedigend oder ausreichend hinaus. Zwar sind die meisten Konsolen-Launches eher schwach, aber gerade der drei Konsolen dieser Generation war doch sehr schwach. Entweder hatten wir schlichtweg keine guten Spiele wie Knack, Grafikblender wie Rise Son of Rome oder die Spieler haben nichts neu gemacht wie Killzone Shadowfall oder New Super Mario Bros. U. Dann jedoch kam wohl der Tiefpunkt der letzten Jahre für Videospielfans, das Jahr 2014. Es erschienen sehr viele Spiele, die entweder unspielbar waren, da sie eine technische Katastrophe darstellten, überhaupt nicht mit dem im Voraus erzeugten Hype ansatzweise mithalten konnten oder schlichtweg alles vereinen. Spiele wie Watch Dogs oder Destiny mögen zwar ganz okaye Spiele sein, aber man hat an allen Ecken und Kanten gemerkt, dass der Markt schlichtweg überfordert mit der neuen Konsolengeneration ist. Einige Spiele wie Drive Club kamen trotz etlichen Verschiebungen unspielbar auf den Markt und funktionieren auch erst Wochen nach dem Release so, wie sie funktionieren sollten. Gegen Ende des Jahres gab es dann auch Publisher wie eben Ubisoft, denen dann die technische Menge so egal waren, dass sie die Spiele unspielbar veröffentlichten und dabei rede ich explizit über Assassin's Creed Unity. Das Spiel war solch ein technisches Desaster, dass es bis heute nicht ohne Frameeinbrüche, Bugs und so weiter funktioniert und lange Zeit sogar unspielbar war. Aber als wäre das nicht genug, Ubisoft musste auch noch einen völlig unnötigen Mehrspielermodus einfügen, der dem Spiel alles andere als geholfen hat, weswegen sie auch, Gott sei Dank, sich dazu entschieden haben, diesen Nachfolger Assassin's Creed Syndicate komplett wegzulassen. Über die Companion-App möchte ich auch gar nicht erst reden, denn ein Trend scheint mir es mittlerweile auch zu sein, seine Spiele total zu monetarisieren und mit unnötigen Apps auszustatten, sodass man erst recht keine Lust mehr auf das Spiel hat. Außerdem erscheinen viele Spiele nicht so, wie sie anfangs erscheinen sollten, beziehungsweise wie sie den Spielern einmal vorgestellt worden sind. Das kann sowohl rein grafischer Natur sein, aber auch spielerisch hat sich teilweise einiges an den Spielen geändert. Wenn man sich so zum Beispiel erste Szenen aus Destiny anguckt, dann wird man schnell erkennen, dass das Spiel einmal ganz anders geplant war. Es wurde einem eine Welt versprochen, die besser sein soll als die eines Star Wars Films. Und was bekamen wir? Eine recht amüsante Spielwelt, die aber nicht sonderlich lang unterhalten konnte. Was wurde uns noch versprochen? Ein spannendes Charaktersystem mit aufregenden Raids. Und was bekamen wir? Teils leere Hüllen und sich ständig wiederholende Raids. Destiny ist dabei aber leider keine Ausnahme, denn auch Watch Dogs sollte einst ganz anders werden. Alles sollte man hacken können, die Grafik sollte fantastisch werden und jeder NPC sollte quasi sein eigenes Profil haben. All das konnte Watch Dogs leider nicht erfüllen. Es mag zwar ganz hübsch aussehen und die NPCs haben auch ein Profil, aber es ist lange nicht so gut, wie es uns Ubisoft einst versprochen hat. Und die Offenbarung im Spiel, das Hacken, ist dabei auch nicht mehr als ein kleines Feature und nicht die große Offenbarung in der Videospielbranche. Woran liegt es denn aber nun, dass die Spiele teilweise solch eine herbe Enttäuschung sind? Und was ist passiert? Das ist leider sehr leicht zu erklären. Die neue Konsolengeneration ist passiert. Die Publisher schienen die Konsolen schlichtweg unterschätzt zu haben, gleichzeitig sind die Konsolen hardware-technisch aber auch viel schwächer, als Ubisoft, EA und Co. ursprünglich annahmen. Wenn man sich nämlich erste Trailer von Spielen anguckt, dann sahen diese doch um einiges besser aus, als die letztendlichen Spiele wie eben Watch Dogs. Dafür kann es natürlich zwei Gründe geben. Entweder die Entwickler wollten nie die technische Qualität erreichen, wie Watch Dogs in seinem ersten Trailer,
Oder die Konsolen sind einfach so schwach, dass die Spiele gar nicht erst so gut aussehen können. Aber wie komme ich zu dieser Annahme? Nun ja, Watch Dogs kann man mit Hilfe einer Mod in der grafischen Qualität spielen wie damals auf der E3 2012 und braucht dafür nicht einmal die höchsten Grafikeinstellungen. Dieses Beispiel allein reicht natürlich aber noch nicht aus, um zu sagen, dass die Konsolen veraltet sind. Aber alle drei Konsolen sollen schon nächstes Jahr abgelöst werden, beziehungsweise es erscheint eine stärkere Version. Im Falle der Wii U ist dies natürlich nur verständlich, denn die Konsole ist ein totaler Flop gewesen. Aber was ist mit der PlayStation 4 und Xbox One? Warum erhalten diese mit der PlayStation 4 Neo und Project Scorpio bereits ein Update nach gerade einmal 3 Jahren, wobei die Project Scorpio leistungstechnisch scheinbar sogar eine neue Konsolengeneration einleiten könnte? Aber abseits von der Qualität der Konsolen, ändert sich denn etwas an der aktuellen Situation der Videospielindustrie? Nun ja, das ist schwer zu sagen. Leider gibt es immer noch solch technische Desaster, wie man sie schon 2014 zuhauf gesehen hat. Zwar hat sich die Situation mit Meisterwerken wie Uncharted 4, The Witcher 3 Wild Hunt oder Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain ein wenig gebessert, jedoch erscheinen immer noch Titel, von denen man einiges mehr erwartet hätte. Spiele wie The Order 1886 waren nicht mehr als nur einfache Grafikblender, die spielerisch nichts zu bieten haben. In The Order 1886 macht man nämlich nicht viel mehr, als irgendwelchen Gängen zu folgen, die nichts außer ein paar Monster zu bieten haben. Wenigstens sind diese aber schön gewesen. Das gleiche gilt auch für das Reboot der Need for Speed Reihe, denn auch dies hat bis auf wirklich schöne Grafik nichts zu bieten. Denn unter der Motorhaube selbst findet man nicht mehr als ein durchschnittliches Rennspiel mit einer öden Story und schlechten Cutscenes. Aber das ist natürlich nicht alles. Oh nein. Natürlich blieben wir auch von technischen Desastern aller Assassin's Creed nicht verschont, wobei Assassin's Creed diesmal nicht der Schuldige ist. Denn Just Cause 3 ist diesmal wieder eines der Spiele, wo sich die Entwickler dachten, es sei ja nicht nötig, ein Spiel fertig zu entwickeln und es deswegen unfertig auf den Markt warfen und es deswegen, dank den zahlreichen Bugs, ähnlich wie Assassin's Creed Unity im Vorjahr, kaum ordentlich spielbar ist. Ein Trend, der aber auch schon lange existiert, aber mit der aktuellen Konsolengeneration wieder so richtig an Fahrt gewinnt, ist, dass Multiplattform-Spiele auf dem PC um einiges schlechter laufen oder so wie im Falle von Batman Arkham City kaum spielbar sind. An sich war Batman Arkham Knight eigentlich ein wirklich gelungener Abschluss für die Batman Arkham Reihe, wäre da nicht der Fakt, dass das Spiel bis heute auf dem PC nicht im Ansatz so läuft wie auf den Konsolen, was daran liegt, dass den Entwicklern der PC-Markt wohl immer egaler wird und dieser Trend ist alles andere als positiv. Abschließend kann man also sagen, dass die aktuelle Konsolengeneration alles andere als gut verläuft, wobei mit Titeln wie The Last Guardian, Scalebound, The Legend of Zelda Breath of the Wild und For Honor durchaus vielversprechende Titel erscheinen. Obwohl, das gleiche hat man damals auch über Watch Dogs, Just Cause 3, Destiny und Assassin's Creed Unity gesagt.